Jo Leute, was geht? Freunde, Franklin geht es heute irgendwie gar nicht gut. Und wisst ihr, woran das liegt? Er ist so gelangweilt, Leute. Er ist einsam, er ist gelangweilt. Und wisst ihr was, Freunde? In GTA 5 ist es jetzt möglich, Freunde, eine eigene Freundin zu haben, Leute. Das werden wir heute in diesem Video machen. Wir werden uns, Leute, irgendeine Frau in GTA 5 suchen, mit ihr Aktivitäten erledigen. Wir können so viele Sachen machen, Freunde. Dinge, die ihr vorher noch nie gesehen habt hier. Wir können Go-Kart fahren, Yoga machen, zusammen essen gehen, zusammen trinken gehen und vieles, vieles mehr, Freunde. Und das würde ich sagen, werden wir heute in diesem Video zusammen mit Franklin machen, damit er mal endlich wieder glücklich ist. Deswegen lasst gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Und Leute, eine ganz kurze Botschaft an euch. Ey, Leute, ich muss einfach ganz kurz Real Talk machen. Ganz kurz, bevor wir mit dem Video starten. Freunde, wir haben gestern die 1 Million Abos auf diesem Kanal geknackt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so unfassbar und ich war so glücklich, stehe morgens auf, sehe so da die 1-0-0-0-0-0. Das war einfach so ein unglaubliches Gefühl, nach über 8 Jahren YouTube so eine Zahl zu erreichen. Das ist einfach etwas, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffen will. Da bin ich ehrlich, Leute. Und deswegen kann ich nur jedem von euch danken, der meine Videos schaut, liked, abonniert, kommentiert und so weiter und so fort, Freunde. Und ich kann jetzt schon eine kleine Ankündigung machen, Leute, denn dieses Wochenende werde ich meinen eigenen Merch droppen. Und zwar wirklich etwas, wo ich schon ein halbes Jahr dran arbeite, Freunde. Ich kann auch nicht zu viel zeigen, aber ihr habt vielleicht auf Instagram, wenn ihr mir auf Instagram folgt, Freunde, habt ihr vielleicht noch einige Sachen davon gesehen. Und da sind sehr coole Dinge dabei, zum Beispiel unter anderem diese Lampe, Leute, die könnt ihr euch dann holen. Aber genauere Daten, Leute, werde ich euch am Samstag um 18 Uhr sagen. Dann wird der Shop nämlich online gehen. Und ja, Freunde, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und deswegen würde ich sagen, jetzt werden wir Franklin eine Freundin in GTA 5 suchen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Mit welcher Freundin könnte jetzt Franklin zum Beispiel ausgehen? Oh, wir sehen jetzt zum Beispiel einige Leute. Und zwar, Freunde, sehen wir hier schon einige Personen, die dort sind. Mal gucken, ob wir jemanden finden, der sehr interessant ist. Oh, da ist... Okay, das ist keine Frau. Das ist ein Mann. Okay, hab deinen Spaß. So, wir müssen mal gucken, Freunde. Wen von denen könnten wir daten? Schauen wir mal genauer nach. Ah, hier, das sind alles Männer. Ich sehe hier keine Frau. Da ist eine Frau, oder? Ja, nee, doch nicht. Okay, sorry. Nee, habt ihr vielleicht hier irgendeine hübsche Frau gesehen? Irgendeine junge, hübsche Frau, die irgendwo in GTA 5 läuft? Okay, das ist ein bisschen schwerer, als ich dachte, Freunde. Aber wir werden schon... Oh. Wir werden schon die richtige finden. Hallöchen. Wer ist denn das? Hallöchen. Ey, stopp. Einen Augenblick. Ey, hallo. Du hast wunderschöne Augen. Du hast wirklich wunderschöne Augen. Also kann ich, wollen wir vielleicht... Sie sehen ein bisschen weird aus, so wie ein GTA Online-Charakter halt aussieht. Wollen wir jetzt mit dieser Person ausgehen? Ich würde sagen, ja. Yes. Oh mein Gott, sie hat ja gesagt, Leute. Yes. Oh mein Gott, warte, sie will jetzt ein Date haben mit mir im Amination? Was will sie denn mit mir im Amination? Okay, Leute, und was ihr jetzt sehen könnt, oben ist eine Partnerstatus. Und das bedeutet, es zeigt uns den Beziehungsstatus zu unserem Partner und wie sehr, ja, unsere Connection quasi ist. Das ist sehr, sehr wichtig, Freunde, denn durch Aktivitäten können wir mit dieser Freundin immer mehr Vertrauen gewinnen. Und das bedeutet, wir schalten auch Stück für Stück mehr Features frei. Und vielleicht werden wir dann zum Ende des Videos, Leute, von ihr nach Hause eingeladen werden. Und Leute, Franklin ist glücklich. Guckt ihn euch an. So, okay. Wollen wir jetzt ein neues Outfit auswählen? Nee. Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott. Nein, das wollte ich nicht. Sorry. Oh mein Gott, was macht sie da? Wow. Ey, willst du mich heiraten? Das... Was? Jetzt ist die Beziehungsstatus hochgegangen, weil sie mich verteidigt hat. Oh mein Gott. Ey, wo hat sie denn eine Waffe her? Wie heißt du denn überhaupt? Wie heißt sie denn? Warte, ich will mit ihr sprechen. Genau. Ja, ich weiß nicht, das warst du. Wie hast du das gemacht? So, Access-Menü. So, und jetzt steht hier, was können wir machen? Partner Orders. Wir können ihr auch Befehle geben. Zum Beispiel, bleib hier, folge mir, mach Attack. Warte, greif jemanden an? Warte kurz. Kann ich jetzt sagen, die soll jetzt hier irgendjemanden auf der Straße angreifen? Wobei, hier sind die meisten Leute jetzt einfach abgehauen. Also, okay, wir nehmen jetzt einfach mal, ich drücke die 7. Nein, ich will keine Waffe ziehen. Nein, ich will keine Waffe ziehen. So, okay. Sie greift jetzt diese Person an. Macht sie das jetzt wirklich? Läuft sie da jetzt hinterher? Confirm Target. Na egal, komm. Wir steigen einfach in mein Auto ein. Nein, cancel, komm. Was mache ich denn? Was hat sie jetzt getan? Okay, ich würde sagen, komm, wir gehen erst einmal an einen schönen, entspannten Ort. Ich finde, die Innenstadt ist kein guter Ort, wo man sich jetzt entspannen kann. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal an den Strand. Was können wir denn machen, Freunde? Wir haben jetzt zahlreiche Aktivitäten, die wir machen können. Unter anderem, Freunde, können wir uns entspannen, Relax Point. Wir können Fahrzeuge ausleihen. Wir können Yoga machen an verschiedenen Orten, Leute, in der ganzen Stadt. Wir können Motorräder ausleihen.
Questline. Wir können einen Laden ausrauben. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, das werden wir auch machen, Freunde. Dann können wir jagen gehen. Wir können Go-Karts fahren. Wir können auch Casino gehen. Boah, Alter, was kann man denn mit ihr alles machen? Und ins Bahama Mamas. Boah, ich würde sagen, wir gehen auch später, Leute, ins Bahama Mamas. Aber ich denke, wir gehen an einen der Relaxing Points in GTA. Ich meine, wo könnte man denn ein besseres Date machen als am Friedhof? Ja, es gibt tatsächlich, Leute, einen Ort, wo man hingehen kann am Friedhof, der sehr, sehr ruhig ist. Deswegen, wie heißt sie denn nochmal? Ich nenne sie einfach mal Amanda. Amanda, wo bist du denn? Hallo, Amanda, wo bist du? Ach, da bist du ja, Amanda. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Nein, ich möchte nicht, dass du jemanden angreifst. Bitte hör auf. So, ich möchte mit dir sprechen. Oh. Ja, okay. Sehr schön. Kannst du gerne machen. So, was haben wir hier? Interaktion. Oh, warte kurz, Franklin. Ich glaube, wir sind da an einer Sache dran. Und zwar können wir umarmen. Oh mein Gott, Leute. Sie umarmen sich. Ey, das ist schön. Das ist wirklich schön. Okay, dann würde ich sagen, dann komm schon. Alles klar, Amanda. Komm, wir gehen jetzt an einen sehr ruhigen Ort. Wir suchen uns eine Parkbank. Dann werden wir zusammen ein bisschen essen. Ich glaube, das ist dann relativ romantisch. Ich meine, guck mal, sie läuft mir hinterher. Also sie gibt sich auf jeden Fall Mühe, auch aktiv fit zu sein wie Franklin. So, hier nach, genau hierhin müssen wir los. Genau, und hier ist dann die Parkbank. Oh, warte kurz. Was können wir denn hier machen? Ich schau mal, was man hier machen kann. So, was sieht man jetzt hier? Relax with Partner. Okay, was bedeutet das? Was passiert jetzt? Okay, okay. Wir setzen uns, glaube ich, auf die Parkbank hin. Franklin. Oh, das sieht doch schön aus. Oh, guck mal, Leute. Guck mal. Guck mal, sie mag ihn, glaube ich. Ich glaube, sie mag ihn. Ja, die beiden mögen sich, glaube ich. Ich meine, Franklin ist glücklich. Oh, wir können Gitarre spielen. Franklin, seit wann kannst du Gitarre spielen? Oh, Franklin, komm, let's go. Let's go. Zeig ihm mal was richtig Gutes. Komm schon. Das beeindruckt sie doch, oder? Ja, sieht so aus, als würde sie ein bisschen beeindruckt sein. Ja, dann hör mal jetzt auf, Gitarre zu spielen, Franklin. Ich glaube nicht, dass dir das so gut gefällt. Dann können wir vielleicht sprechen. So, worüber reden wir? So, ich möchte gern... Oh, ich kann nicht reden. Das ist irgendwie nicht möglich. Schade, schade. Wir hören mal auf der Parkbank zu sitzen. Ich glaube, wir haben bessere Sachen zu tun. Wir gehen jetzt vielleicht nämlich einfach mal Yoga machen. Ach komm, hat dir das denn wenigstens gefallen? Hat dir das denn überhaupt gefallen? So, komm. Genau, Franklin. Jetzt umarmen wir sie nochmal. Okay, Franklin. Wow, 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 wow. Weg da mit der Waffe, okay? Nein, das möchte ich nicht. Oh mein Gott, Frank. Oh, 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 Franklin, was geht da jetzt ab? Franklin, wow, wow, okay, oha, Franklin, alles klärchen, ich glaube, ihr versteht euch gut, ich glaube, das war gar nicht mal schlecht, wäre aber echt nett, wenn du die Waffe da wegpacken könntest, genau, das wäre sehr, sehr nett. So, was können wir als nächstes machen? Wir könnten nochmal relaxen, können aber auch versuchen, zu Yoga zu gehen, okay, dann probieren wir es mal. So, komm, wir machen eine entspannte Runde Yoga zusammen. Wie sieht's denn aus, Amanda? Gefällt dir das? Wow, sie hat sich in Bikini umgezogen. Wir sind jetzt am Strand und sie hat sich umgezogen. Während der Fahrt. Okay. Yoga wird erst ab Level 30 frei... Ach, komm schon, das ist doch nicht deren Ernst. Muss ich wirklich sie erst so sehr lieben, damit ich Yoga mit ihr machen kann? Das ist ein bisschen diskriminierend, okay? Alles klar, dann suchen wir uns etwas aus, was wir vielleicht auf unserem Level machen können. Ich glaube, da fällt mir eine sehr gute, interessante Sache ein. Armwrestling? Okay, Franklin, zeig, was du drauf hast. Ist vielleicht nicht die romantischste Art und Weise, etwas zu machen. Oh Mann, das wird erst ab Level 25 freigeschaltet. Alles klar. Was muss ich denn machen, damit ich das Level hochkriege? Was? Vielleicht muss ich hier nochmal umarmen. So, wir probieren es nochmal. Ja, ich werde dir alles sagen. Und zwar, Franklin, umarmen Sie noch einmal. Let's go, Franklin, let's go. Oh, okay, okay. Franklin, wir sind hier... Wir sind in der Öffentlichkeit, okay, Franklin? Nee, nee, wie der lächelt. Franklin, alles okay mit dir? Komm, wir machen eine normale Umarmung, komm. Aber irgendwie müssen wir doch das Level hochhalten. Es muss doch möglich sein. Franklin, komm schon. Okay, Armwrestling hat wohl nicht ganz funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie unsere Beziehung jetzt läuft. Sieht's gut aus, sieht's nicht gut aus? Ich weiß es nicht. Wie viel haben wir denn auf dem Level? Naja, wir schauen mal. Was können wir denn machen? Ich habe die perfekte Idee. Ich glaube, das wird uns niemand nehmen können. Und zwar können wir für 25 Dollar, Leute, ein Fahrrad ausleihen. Und ich denke, ja, genau, wir haben jetzt zwei Fahrräder und direkt ein Rennrad. Alles klar. So, okay, du setzt dich jetzt drauf. Change Drive Mode. So, Cancel Activity. Okay, dann würde ich sagen, let's go. So, ich werde dir auf jede Kosten folgen. Ja, das ist schön. So, dann folgt mir mal hier entlang. Genau, Amanda. Folge mir mal ganz entspannt. So, sie wird mir überall hin folgen auf dem Fahrrad.
Wo ist sie denn? Hey, ach, sie nimmt... Oh, sie nimmt den normalen Weg. Alles klar. Da würde ich sagen, komm, wir machen das so. Wir machen es einfach... Wir machen jetzt ein Rennen bis zum Del Perro Pier. Und wer zuerst da ist, der bezahlt nicht die Rechnung beim Essen. Okay, das ist vielleicht keine gute Idee. Aber gut, let's go. Los geht's. So, zack, zack. Ups, sorry. Aus dem Weg, Leute. Ich mache ein Rennen gegen meine Freundin. Vielleicht sollte ich sie lieber gewinnen. Ah, vielleicht sollte ich sie lieber doch gewinnen lassen, oder? Das wäre doch gar nicht so schlecht. Komm, wir fahren den mal um. Ups. Nein, 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 oh nein. Ich habe die Aktivität beendet. Och nö, ich hab mich verklickt in der Taste. Amanda, nein. Lass dein Fahrrad dann nicht bitte stehen. Komm, komm wieder hoch. Komm mehr mit drauf, komm. Ach so, das ist nur ein Einsitzer. Okay, los geht das Rennen, los geht das Rennen. Okay, Franklin, wir probieren es noch einmal. Auf geht's bis zum Del Perro Pier. Und meine Freundin, oh, sie ist schnell. Sie ist richtig schnell. Boah, die ist richtig fit. Oh mein Gott. Okay, wow, wow. Wow, 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 wow. Komm, wir geben Vollgas. Wir geben absolut Vollgas. Oh, sie ist gestürzt. Nein, 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 sie ist gestürzt. Freundin, Amanda. Oh nein, Amanda. Oh mein Gott, ich fahre dich sofort nach Hause, okay? Oh, das sieht nicht cool aus. Amanda, Amanda. Okay, Leute, sie ist im Krankenhaus. Sie möchte abgeholt werden. Ja, ich möchte dich abholen. Wie kann ich das jetzt machen? Ich möchte gerne dich abholen. Ah, die ist dort. So, dann fahren wir mal direkt dorthin, Leute. Boah, ich sag's euch, ich hatte richtig Angst, dass sie das nicht übersteht. Aber, Freunde, sie hat's gerade noch so geschafft aus dem Krankenhaus. War die ist im Krankenhaus in Sandy Shores? Okay, dann holen wir sie dir ab. Oh, da ist sie ja. Amanda, Amanda, geht's dir gut? Mensch, es tut mir so leid, wie das gelaufen ist. Ja, ich weiß. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Aber ich bin so glücklich, dich zu sehen. Franklin, weg mit dem Handy. Oh, guck mal, Leute. Die haben sich vermisst. Die haben sich so sehr vermisst. Oh, Franklin, Amanda. Alles klar. Dann gehen wir mal. Wow, warum falle ich denn durch die Map durch? Oh. Okay. So, was machen wir denn? Ich glaube, wir werden heute mal einen Ausflug machen und zwar ein eigenes Auto mieten. So, ich möchte ein Auto mieten. Welches Auto können wir denn nehmen? Wir könnten jetzt Duke Odess, Karina, Kuruma. Das kostet mich $3000, Alter. Das ist ja richtig teuer. Okay, aber nur das Beste für meine Freundin natürlich. So, und für das zweite Fahrzeug nehmen wir, glaube ich, den Shafter V12. Das kostet am Ende 8830 Euro. Aber immerhin, Freunde, wir haben jetzt zwei richtig coole Autos, die wir gemietet haben. Und jetzt bin ich gespannt. Wir steigen jetzt mal in ein Auto da ein. Und ich glaube, meine Freundin steigt dann ins andere Auto ein. Oder sie steigt in mein Auto ein. Nein. Du sollst, obwohl, es ist auch gut. Naja, jetzt sind wir zusammen in dem Auto. Wir können vielleicht ein bisschen reden. Und stand hier auch etwas vom Adrenalin-Level. Ich glaube, das steigert sich quasi, wenn man Polizei bekommt. Deswegen tun wir jetzt mal etwas, Leute, um Polizei in GTA 5 zu bekommen. So, zack, zack, zack. Okay, jetzt haben wir zwei Sterne. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Adrenalin-Level mit unserer Freundin zusammen hochbringen können. Ah, Polizei, weg damit, weg damit. Wow, 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 wow. Verteidigt sie mich? Ich weiß nicht. Oh, sie macht nicht wirklich was. Ah, egal. Wir probieren es mal trotzdem weiter, Leute. Let's go. Oh, warte. Jetzt hat sie Adrenalin bekommen. Nice. Das ist gut, Freunde. Wir haben etwas mehr Adrenalin bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen einfach so weiter. Einfach so weitermachen, Franklin. Das steigert die Adrenalin. Let's go. Oh, ich sehe gerade etwas, Freunde. Und zwar... Ich bin ins falsche Auto eingestiegen. Da unten steht, ich muss in das Auto einsteigen, aber ich bin im Auto meiner Freundin drin, aber ich muss ins andere rein. Alles klar, dann gehen wir nochmal zurück zum Autoverleih und wechseln einfach mal kurz die Autos. Während wir 3 Sterne in GTA haben. Klingt sehr logisch. So, das ist mein Auto, da muss ich einsteigen. Komm, Franklin, wir haben Polizei, wir müssen uns beeilen. Komm, raus aus dem Wagen, raus aus dem Wagen. Genau, und rein in den Wagen. So, okay. Dein Partner wird jetzt mich verfolgen in dem Auto, in dem sie jetzt drin ist. Genau, steig ein, steig ein, steig ein, schnell. Amanda, steig ein. Steig ein, jetzt. Okay, perfekt, Leute. Jetzt haben wir Amanda, die uns in unserem 2 Autos verfolgt. Und wir haben 2 gepanzerte Fahrzeuge. So, und das wird das Adrenalin richtig hochsteigern. Oh nein, die Adrenalin ist runtergegangen. Das gefällt dir ganz und gar nicht. Warum? Nein, warum gefällt dir das denn nicht? Komm, wir haben ein bisschen Action in Los Santos. Amanda, das muss dir doch gefallen. Komm schon. Wenn das nicht meine Liebe für dich zeigt, was denn dann? Okay, ich glaube, das gefällt dir nicht. Nein, oh nein, nein, nein. Sie ist jetzt auf 0. Nein, Amanda. Okay, dann steig bitte ein. Wir müssen... Ich brech das hier ab. Wie kann ich die Aktivität canceln? Genau. So, ich habe die Aktivität abgebrochen. Amanda, komm jetzt bitte rein in mein Auto. Komm, beeil dich. Wir fahren ganz woanders hin. Komm rein. Komm, steig ein. Steig doch ein.
Wichtig, wichtig und richtig. Oh, es ist ziemlich schwer, Freunde, mit Amanda. Ich weiß nicht, was ich tun kann, um sie zu beeindrucken. Ah, jetzt kriegt sie wieder Adrenalin dazu. Also, wenn ich fahre, gefällt sie, aber nicht, wenn sie selber fährt. Gut, macht Sinn. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich fahre Amanda mal nach Hause und mal gucken, Leute, ob wir vielleicht unser, weiß ich nicht, unser Glück versuchen können. Und wenn es nicht klappt, dann holen wir sie einfach heute Abend nochmal ab und dann laden wir sie zu uns nach Hause ein. Oh, aber unser Status geht hoch, Freunde. Ah, so, das ist also das Zuhause von Amanda. Ziemlich kleine, schöne Hütte, muss ich sagen. Ich glaube, sie weiß noch gar nicht, wo ich wohne. Die weiß das noch gar nicht. Das wird sie bestimmt beeindrucken. Vielleicht werden wir auch mal zusammenziehen. Aber gut, so. Was? Ich muss ab Level 40 kann ich erst zu ihr nach Hause gehen. Oh, das gibt's doch nicht, Leute. Ab Level 40, na gut, Amanda. Dann würde ich sagen, komm, wir verabschieden uns für heute. Und dann sehen wir uns gleich. Genau, Amanda, komm. Wir sehen uns dann heute Abend, okay? Genau. Geh kurz duschen, zieh dir was Schönes an, entspann dich noch ein bisschen, dann sehen wir uns später. Alles klar. So, wir haben jetzt Nacht, Freunde. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was gerade passiert. Oh, okay. So, hey, you, ich warte bei, an deinem Zuhause. Kannst du mich bitte abholen? Warte, sie wartet bei mir zu Hause? Wie kann denn das sein? Okay, wir holen sie einfach ab. Wir stellen keine Fragen. Ah, nee, sie ist doch bei sich zu Hause. Das meinte sie. So, zweites Date. Das muss doch jetzt funktionieren, Freunde. Ich glaube, ich habe ein viel besseres Gefühl als gestern. Das wird viel, viel besser funktionieren. So, was haben wir jetzt gemacht? So, ich würde sagen, wir werden erst einmal ihr schön Hallo sagen. So, erst einmal Hallöchen, Amanda. Oh, geht's dir gut? Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Komm, komm, steig ein. Wir gehen heute fett Party machen. Wir gehen ins Bahama Mamas. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall Partyklamotten mitgenommen, denn das wird eine richtig fette Party werden, sag ich dir. Oh nein, nein, nein. Was habe ich getan? Steigt sie ein? Okay. Sorry, Amanda. Ich wusste nicht, dass du noch nicht im Auto drin bist. Ich bin nervös. Verstehst du? Ich bin heute sehr, sehr nervös. Okay, das Bahama Mamas, Freunde, hatte leider heute zu. Wir gehen allerdings in die Tequila Bar. Ich glaube, eine sogar noch bessere Bar, wo man ein bisschen was entspannen und was trinken kann. Okay, Leute. Bevor wir in die Bar gehen, es ist noch was passiert. Und zwar, aus irgendeinem Grund hat sie sich jetzt noch die Haare färben lassen, hat sich jetzt aber ein schönes Outfit genommen. Und ich muss sagen, sieht eigentlich auch besser aus als vorher. Was meint ihr, Freunde? Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt in die Bar hinein, Leute. Haben wir ein bisschen Spaß, Freunde? So, let's go, Freunde. Okay, zusammen mit Amanda. Dann nehmen wir jetzt einen Drink. Franklin, komm. Wir nehmen einen Drink, komm. Let's go. Hier zusammen trinken wir einen. Komm schon. Hier, schütt auch der Amanda gerne eins ein oder zwei. Okay, Franklin, let's go. Alles gut? Ist okay? Ja, sieht ganz cool aus. Du jetzt aber auch. Genau hier, rein da, rein da, rein. Oh, oh, Leute, okay. Amanda hat aber ein bisschen zu viel genommen hier. Komm, Franklin, einer geht noch. Oh, 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 ich glaube, Leute, Franklin, das ist der Letzte jetzt, ne? Du bist schon ein paar Stunden sind wir hier. Boah, Junge, die Party geht ja aber extrem ab. Okay, komm, Franklin. Ja, probier's. Okay, alles klar. Wow. Oh, ja, unser Beziehungsstatus ist noch weiter hochgegangen. Oh, es ist ziemlich schwierig, aber der geht immer weiter hoch, Freunde. Das ist gut. Alles klar, okay, ich würde sagen, das war's. Genug. Genug getrunken. Oh, Amanda, ich glaube, wir müssen ein Taxi holen. Es ist ein bisschen viel gewesen. Okay, komm, Amanda. Komm, hier, nee, alles gut. Oh, oh, was ist das? Wir haben was freigeschaltet. Oh, oh. Amanda? Okay. Oh, okay, ich würde gerne eine Hand nehmen, aber es funktioniert nicht so, wie ich will. Okay. Immerhin. Oh. Oh mein Gott, es funktioniert. Amanda, ich halte dich. Guck mal, wir halten Händchen. Oh, das ist schön. Jetzt müssen wir aber ins Taxi rein, Amanda. Rein ins Taxi, komm. Oh nein! Nein! Franklin! Franklin! Okay, Leute. Ich glaube, Franklin wird es nicht mehr schaffen. Wenn ihr einen zweiten Teil, Freunde, mit Amanda haben wollt, in GTA 5, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, Franklin, ich rufe den Krankenwagen. Alles klar, Leute. Haut rein, Freunde. Danke nochmal an 1 Million Abos und auf viele coole Projekte. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao.